Gut. Nice. Okay. Wer hätte das gedacht, dass sich mit Küken sowas bewerkstelligen lässt? Wir sind auf einem Schweinehof, sieht so aus, ne? Ja. Nee. Ich hoffe, er macht jetzt nicht das, was ich denke. Er springt in die Schweine? Mhm. Oh mein Gott. So wie Assassin's Creed. Nur halt in Schweine. Ja. Und nicht in Stroh. Oh, guck mal auf den Boden, Alter. Wasser? Nee, riesige Würmer. Guck mal. Die gehen in Schweine. Ja. Guck dir das mal an. Boah. Junge. Oh. So. Achso, ja, natürlich. Oh. Ich wollte jetzt aber nicht wieder rübersteigen. So. Ich frage mich, was hier so passiert ist, warum die Schweine alle tot sind. Keine Ahnung. Wegen den Würmern oder so? Hm. Hauptsache, die Würmer krabbeln nicht in unseren Kopf rein und manipulieren unsere Gehrichtung. Das kenne ich irgendwie irgendwoher. Ja. Durch den Schlamm warten. Im Schlamm warten. Ein Auto im Schlamm warten. Oh, cool. Man kann Zäune hoch und runter klettern. Krasse Fähigkeit. Ja. Noch mehr Schweine, noch mehr Würmer. Bäh. Ich komm grad. Oh. Oh, Alter! Was? What the fuck? Nein! Oh. Alter! Zombieschweine, ey. Guck mal, das hat auch noch Wurm aus dem Arsch. Okay, Würmer beeinflussen hier doch Gehrichtung. Kann ich das anfassen? Ich drücke gerade auf Steuerung, aber. Wir können gar nicht schnell genug weg, ne? Nee. Andere Richtung? Nee. Doch, dann ertrinkt's. Aber dann gehst du aufs Schwein zu. Warte mal. Nur mal kurz was gucken. Ja, nee, geht nicht. Oder rüberspringen? Ah, ja, geil! Und jetzt ertrinkt es. Jetzt nochmal rüberspringen. So. Nee, nochmal rüberspringen. Musst du dich ertrinken lassen oder so? Ja, wahrscheinlich. Komm her. Oh, fuck! Oh, Mann. Oh scheiße. Hat's denn geklappt? Ich bin zu spät gesprungen. So, okay, nochmal. Vielleicht. So. Vielleicht genug. Ah, vielleicht müssen wir auch einfach nur weiter. Ja, hab ich auch schon gesagt. Okay. Ja, das. Ich weiß ja, vielleicht können Schweine ja auch schwimmen. Die Kühe können es ja nicht, weil die keinen Schließmuskel haben. Ist so, dann laufen die voll weiter. Ja, ich weiß. Ja, toll, und jetzt? Ja, einfach immer weiter. Wahrscheinlich reißt das jetzt sogar die Wand ein. Ja, wahrscheinlich. Geil. Deine Prophezeiung hat sich erfüllt. Hi! Das ist ganz schön dumm, das ist auch nicht mehr drauf. Guck mal, das Zombie-Schwein, ey. Das hat ja auch immer noch den Wurm im Arsch. Ja. Das sind wahrscheinlich doch so. Oh. Da hat sich's ausgewurmt. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Mensch? Ist das ein Mensch? Ja. Die knien. Beten die oder sind sie traurig? I don't know. Beides. Komme ich hier weiter? Hm. Ja, vor allen Dingen, ich möchte hier nach hinten gehen, weißt du, wie ich meine? Also da ins Bild hinein und natürlich geht das nicht. Ja, und jetzt? Was geht denn draußen jetzt? Oh, nicht so viel. Vielleicht kommt jetzt noch ein Zombie-Schwein. Ich glaube, draußen ist nichts mehr. Es ist kalt und es regnet. Weißt du, Flugumus? Menschen, ne? Mhm. Menschen. Ja.
Menschen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das Gespräch zu Ende gegangen ist. Das gab's dann doch auch nicht, oder? Ich weiß ehrlich auch gar nicht mehr, worauf Fuhr hinaus wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte uns das ja eines Tages. Ja. Ich habe die Aufnahme leider gelöscht, deswegen gibt es niemals davon einen zweiten Part. Kann man das Schwein vielleicht ziehen oder so? What the fuck? Wir haben es von seinem Wurm befreit. Jetzt ist es lieb. Es war echt der Wurm. Alter, wie geil. Also geil nicht, aber... Strange. Hallo Schweini, sind wir jetzt Freunde? Guck mal. ich habe eine Idee. Echt? Mhm. Guck mal. Können da hochklettern gleich. Ah. Wir benutzen ein Schwein als Kiste. Kiste! Hä? What? Alter. Alter, die machen, was du machst, oder was? Was ist jetzt hier los? What the fuck? Richtig Alter. Strange. Alter, wie kommt man denn auf sowas? Ich sag schon wieder die ganze Zeit, Alter, ich auch. Wie kommt man denn so? Guck ist mal auf Krieg, das ist ja lustig. Boah. Oh, aber er lebt noch. Ist ja krass, okay. Vielleicht können die jetzt den anderen das Tor aufmachen. Ja. Ah. Das sind nur willenlose, seelenlose Höhlen. Ja. Hä, aber die schaffen das zu zweit nicht, oder was? Ja. Die müssen alle vier das schaffen. Ach so. Aber wie kriege ich jetzt alle vier dazu? Warte mal. Wie kriege ich das jetzt hin? Können die da wieder hochspringen? Nee, da kommen die nicht hoch. Okay, ich habe einfach Steuerung gedrückt. Cool. Okay. Jetzt habe ich vier Mann. Alter. Ist das und crazy. Jetzt? Haben die das nicht gerade gesehen? Das ist eine richtig witzige Idee. Ja. Aber vielleicht ziehen? Oh. Da fällt alles zusammen. Fuck. Ja, und jetzt kommen wir weiter. Ja. Sieht so aus. Und die können oder wieder. Oder auch nicht. Ja, doch, weil wir können jetzt das doch ja, da aber weggeben. Wie... Ah, okay. Kann mich davon befreien. Und jetzt sind's wieder... Ist ja witzig. Wie kommt man auf sowas? Das Spiel ist einfach zu crazy. Und bestimmt diese Maskenleute suchen Leute und machen die dann zu solchen willenlosen... Seelen quasi. Ja. Und dafür hauen wir ab, oder so? Ich muss mir das nochmal angucken. Strange. Und der Wurm liegt da immer noch. Guck mal. Crazy shit, ey. Oh, ich dachte, er hätte sich eine Lampe fest. Ja, hatte ich auch gehofft. endlich mal Licht, Sonnenlicht. Ja, es wird langsam hell. Das ist ein riesiges Gebäude da. Irgendwie sieht das so ein bisschen postapokalyptisch aus, ne? Stimmt. Noch mehr willenlose Menschen. Alter, ist das... Das ist so geil, ey. Ich wusste schon im Trailer, dass das richtig gut ist. Das ist einfach... Herrlich. Okay. Rätseltime. Kette lässt sich bewegen. Ach, das habe ich nicht gesehen. Mit Hilfe dieses Waggons. Was bringt uns das? Also. Ah, guck mal, da ist ein Knopf. Wo? Oh. Da, rechts. Da ist so ein roter Knopf. Können wir den betätigen? Ich glaube, das gehört einfach zu diesem Teil dazu, oder? Keine Ahnung. Können wir nicht einfach jetzt an die Kette springen? Achso, ja. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber ich dachte jetzt, dass der Waggon uns irgendwie hochziehen könnte, weißt du, wie ich meine? Indem man den Knopf da betätigt, aber Wayne hat sich
So erledigt. Okay. Ich höre schon wieder so komische Vögel. Also unsere gefiederten Freunde. Haha, hallo. Hallo, da. Oh, ui, die haben Angst. Ja. Wo sind wir? Sind das irgendeine Halle? Okay. Die Sonne kommt immer mehr durch, das finde ich schön. Ach, ich möchte immer nach hinten oder nach vorne. Das geht natürlich nicht. Wo geht's denn hier weiter? Ja, okay, da möchte ich jetzt ungern einfach runterspringen. Ja, okay. Da ist irgendwie so ein Sicherungskasten. Irgendwie. Ah, ja. Vielleicht bewegen wir dieses Bretterding dann. Ja. Okay, höher geht's nicht. Schade. Aber vielleicht reicht das ja schon. Oh, hoch. Schade. Ja, geht's nicht. Ja, das ist ja auch einfach zu weit weg. Ich hatte gehofft, man kann das Brett an sich drehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Vielleicht nochmal zurückgehen? Hä, hey, kannst du da nicht jetzt auch rechts dran vorbeigehen? Kann ich? Nee, ja, kann ich nicht. Nee, hier kann ich ja auch nichts machen. Die hauen wahrscheinlich wieder ab. Hier hat uns ja irgendwie auch nichts gebracht. Nee. Und jetzt? Hä, ja, wir können es nur hoch und runter machen. Das ist ja irgendwie... Ja, wir können es leider... Oder? Ich probiere mal... Ich habe das jetzt aber auch eben nicht versucht, die seitlichen Pfeile zu benutzen, als ich Steuerung gedrückt habe. Wow. Oh. Okay. Nee, da tut sich leider gar nichts. Was macht das denn für einen Sinn? Naja, also da oben ist ja so eine Plattform. Und ja, das wäre ja ganz cool, wenn man da irgendwie raufkommt, aber... Oder reicht das vielleicht schon aus? Wenn ich jetzt von hier aus springe... Nee, das funktioniert nicht. Nee, nie im Leben. Das geht doch nicht. Ja, ich schaff's nicht. Shit. Na und jetzt? Dann spring doch rechts einfach in die Tiefe. Ja, vielleicht sollte ich das echt machen. Manchmal ist das der einzige Ausweg. Okay. Wow. Oh, das ging nicht. Schade. Bist du schon mal so da einfach aufgesprungen? Man müsste, während du da drauf gehst... Ach, natürlich. Ich bin so doof. Ja? Ah! Oh Mann, ey. Oh das Gott. Ist auch so, oh Mann, oh. Aber warte, ich muss ja erst rüber und dann so... Ja gut, kommt man erst später drauf. Ja. Ich sehe jetzt schon die Leute, die das sehen und die ganze Zeit so denken, ach Katze, die ist dumm, ey. Ja. Aber es macht nochmal einen riesengroßen Unterschied, ob man es halt selber gerade spielt oder ob man es zusieht tatsächlich. Stimmt. Zum Beispiel, jetzt hätte ich auch wieder gedacht, boah, warum hast du das denn nicht beim ersten Mal schon geschafft, aber... So. Nice. Ein Tresor. Soll ich jetzt... Ach, den lässt du jetzt da reinfallen und dann... Oh, oh! Geil. Da war noch ein Band dran.
Aber was, ja. Jetzt können wir da reinspringen. Da unten einfach? Ja. Oder? Also ich, nee, ach so, ja, Moment. Unten rumgehen, glaube ich. Ich mache ja nicht denselben Fehler wie eben. Na, lass doch los. Ach so, er klettert einfach wieder rauf. Okay, hier ist ein Stromkabel und ein Hammer. Kann man den mitnehmen? Nee. Schade. Oder es sieht zumindest so aus. Ja. Ja, das bringt uns was. Aber was? Oh, wir können hier durchgehen. Ah! Ist bestimmt ein Easter Egg. Echt? Ja. Vielleicht. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt gerade. Das hat leicht gemacht. Er hat einfach was rausgezogen und jetzt kaputt. Das hast du ja toll hingekriegt. Toll gemacht, ey. Echt. Hä? Ja, ich glaube, das war ein Easter Egg oder keine Ahnung, was das uns... Oder vielleicht checken wir es im Nachhinein, ja, was uns das jetzt gebracht hat. Das Kabel führt nämlich da oben lang. Und... Oh, hier ist ein Scheinwerfer. Ich habe jetzt schon Angst vor... Pfeile? Ach, das ist, sieht aus wie so Pfeile. Das ist ein Schalter, ein Hebel. Ah, warte mal. Ah, okay. Ach, okay, alles klar. Da kommen bestimmt gleich wieder People raus. Ja, People. People help the people. Da. La, ist einer. La, la, la. Hallo. Ich lauf doch nur dazu. Pff, ach, schade. Wer witzig. Guten Tag. Moi. Was geht bei dir so ab? Hui. Hui. To the right, to the left. Okay, was wollen wir mit denen? Was bringt uns das jetzt? Ah, okay, alles klar, da sind so zwei Plattformen. Ja, und zwar dafür musst du jetzt dieses wieder runterfahren. Oder? Ich glaube, du musst das wieder links runterfahren, damit er dagegen läuft, oder? Ja, das bringt irgendwie auch nichts. Ja, doch. Doch, hast du recht. Ich bin mir nicht so sicher, ob das... Doch. Ich glaube, du könntest recht haben. Ja, das ist wahrscheinlich das Rätsels Lösung. Ja. Ja, sehr gut. Very nice. Oh, nein! So. Alright. Wie geil das ist. Okay. Cool. Ist wieder ein Rätsel nach dem anderen, ey. Ich finde das total gut. Ich mag auch, wie viele verschiedene Umgebungen es hier gibt. Mhm. Bei Limbo war das ja einfach immer nur so ein... Keine Ahnung, halt so eine Landschaft. Einfach immer nur ja, Erde so eine, und. Ja, genau. Grau und schwarz, ja, und sehr, sehr minimalistisch. Und hier geht schon ein bisschen mehr ab. Ja. Okay. Ich rutsch da mal runter. Ich muss im richtigen Moment springen. Ich glaub, du jetzt springen. Fuck. Oh. Da ist schon wieder so ein Teil. Die ja. Muss zu bedeuten. War unser Tod nicht ganz unnütz. Ja, und jetzt? Ich glaub, du musst ach, aber ich muss. Oder? Ja, ich muss an dieses Rohr da wahrscheinlich. Ja. Und dann. Oh, guck mal, da unten müssen welche. Oh, jetzt werde ich angerufen. Oh. Ich mache eben